Ich frag die mal, wen haben wir denn da? Was höre ich denn da über dich und Risky Boots? Was? Wenn es um uns geht, tust du immer so hochtrabend. Aber ich nehme an, wenn du dich mit ihr zusammenschließt, ist alles kein Problem. Und das verstehst du falsch. Ich versuche einfach nur allen zu helfen, die mir wichtig sind. Stell dir vor, was bringt dich denn den ganzen Weg hierher? Ich habe einen Ort gefunden. Das Dorf der verlorenen Seelen. Du brauchst kein Wort mehr zu sagen. Ich weiß schon Bescheid. Über was? Mein Nachtjob. Ich arbeite an etwas. Geht dich gar nichts an, Schwester. Noch. Jedenfalls habe ich das hier dort gefunden. Du gibst die verlorene Seele. Lass mich raten. Oh, wie süß. Es ist eine wandernde Seele. Noch. Sie muss von ihrem Körper getrennt worden sein und kann nun auf dem Weg nach Hause... Kann nun... Was? Sie muss von ihrem Körper getrennt worden sein und kann nun den Weg nach Hause nicht finden. Wessen Seele ist es? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Du musst die richtige Erinnerung wachrufen. Vielleicht hat der Bursche in seinem Leben üble Dinge getan. Die er nie wieder vergisst. Oder eine wahre Liebe, jemanden, an den er oder sie sich für immer erinnert. Oder etwas Peinliches, zum Beispiel einen Windelwerbespot, den er als Kind gemacht hat. Und er trägt immer noch welche, weil er es vermisst, im Rampenlicht zu stehen. Stimmt alles falsch. Wer war das? Komfort und Bequemlichkeit sind kein Verbrechen. Wow, das ist Barracuda Joe. Siehst du, das war gar nicht so schwer. Hier, bring seinen Geist zurück zu ihm und er wird schwupps wieder auferstehen. Natürlich nur, wenn ihr den Körper noch habt. Wenn nicht, dann habe ich hier noch ein paar Ersatzkörper rumliegen. Wow, unglaublich. Ist auch keine große Sache. Hör mal, Rotti, ich habe im Dorf der verlorenen Seelen jemanden getroffen. Sie hat mir ein paar Dinge erklärt und also... Ich wollte dir nur sagen, dass was auch immer passiert, wir immer Freundin sein. Ich werde immer deine Freundin sein. Wirklich? Durch dick und dünn. Was auch geschieht. Bruder? Ich glaube, sie meint es ernst, Schwester. Vermassel es nicht. Können wir sie zum Abendessen verspeisen? Das ist genau der Mist, den ich meinte. Ich glaube, das ist die Rotti. Ich glaube, wir haben die Seele von der Rotti im verlorenen Dorf gefunden. So, dann wollen wir mal zu dem. Und durch. Okay. Ich glaube, wir können jetzt den Typen aus Stein befreien. Ich bin mir ziemlich sicher. So, wenn ich hier einmal springe, dann komme ich hier überall durch. Alles klar, Risky. Die sieht echt aus mit ihrem Outfit wie so ein Pirat. So, Sky, dann wollen wir mal deinen Süßen befreien. Lass mich raten, das ist der Barracuda Joe. Der sieht nämlich so aus. Sanft zu Barracuda. Erwecke den lieblichen Sonnenschein. Shantae, bleib weg von ihm. Was? Lass ihn. Er ist der ewige Beweis für meinen Status als Bachelorette. Auf keinen Fall. Ich werde nicht zulassen, dass du dein Leben mit Umstehen verschwendest wie der alte Mann, den ich zerstört habe. Hä? Ich gebe dir Barracuda Joe. Du gibst Joes Geist. Aha. Barracuda Joe lebt. Das ist absolut unglaublich. Wie hast du das hingekriegt? Shantae, du bist die beste Freundin, die es gibt. Ich werde deine Entscheidung nie wieder in Frage stellen. Ja. Joe hatte Zeit nachzudenken. Es gibt viele Fische im Meer. Und so. Schlurz, zurück an die Arbeit. Und Korb gekriegt. Was? Komm zurück und heirate mich, du Dreckskerl! Ich werde mich auch mal davon machen. Mach's gut, Sky. Boah, übel. Kapeng, wir sind Startler. Danke, Mädel. Gut, dass du dich dazu entschlossen hast, dich den Gewinnern anzuschließen. Schau, ich habe sogar eine Zeichnung angefertigt, wie deine Ammo-Town-Uniform aussehen würde. Das ist sehr knapp. Peng, peng. Aber zuerst muss ich mich noch um meine andere Angelegenheiten kümmern. Lass uns die Checkliste durchgehen. Energievoll aufgeladen. Jawoll. Abschussvorrichtung. Finger am Abzug. Bist du dir sicher, dass die Zielvorrichtung vorschriftsgemäß installiert ist? Wie im Handbuch.
Sie wird nicht daneben schießen. Sie wird also treffen, ja? Absolut. Sie ist auf den Palast ausgerichtet, Sir. Halt, warte, das kannst du doch nicht tun. Da sind noch Menschen im Palast. Willst du diese weinerlichen, alten, bürokratischen Wichtigtuer verteidigen? Falls jemand überlebt, werde ich ihnen hier in Neues Quenland Hauptquartier neue Jobs geben. Nein! Feuer auf mein Kommando. 3, 2, 1. Palastzerstörungskanone feuern. Frische, kühle Luft. Der Geruch des Sieges füllt mein Riechorgan. Wenn der Amberberry den Squen Palast zerstört, werde ich unglaublich reich. Reicher als meinen kühnsten Träumen. Die Zielvorrichtung hat Bolo gebaut. Ich glaube, da läuft irgendwas schief. Ich werde grausamere Waffen erschaffen als je zuvor. Dann werde ich die wahre Macht in Squenland sein. Ich, der Techno-Baron. Was für ein pummeliger grüner Vogel. Ich hab's auch irgendwie gewusst. Ich habe es gewusst. Bericht. Schuss erfolgreich abgefeuert, Sir. Ja, aber das falsche Ziel wurde zerstört. Was? Wir haben über Squinland Palast hinweggefeuert und ein Loch durch die Frostbeuleninsel geballert. Wer ist verantwortlich für diesen Albtraum? Die Zielvorrichtung ist perfekt eingerichtet. Wie soll dann? Das Problem liegt hier. Und das hier ist die Hauptschaltarmatur. Hauptschaltarmatur, sie ist falsch herum installiert und auch noch umgedreht. Und noch dazu rückwärts. Das war wohl derjenige, der dieses Teil konstruiert hat. Oh Mann, Bolo hat uns gerettet. Wie lange dauert es, bis wir wieder feuern können? Wir werden eine neue Vorrichtung brauchen, Sir. Verflixt, jemand soll den Techno-Baron finden gehen. Ich werde es ihm nicht sagen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mir dieses Loch mal genauer anschaue. Okay. Ich will mir aber noch ein paar Tränke kaufen. Und nochmal ins Kräuterbad gehen. Ja, weißt du was? Komm, wir kaufen uns mal 6 Tränke. Wie ausverkauft. Achso, stimmt. Ich kann hier nicht so viele Tränke kaufen. So, jetzt habe ich 9. Oder? Ja, super. So, und dann wollen wir die Chantee noch mal baden gehen. Nein, ich meine nicht dich blub. Ich meine das Ding ums Bluppen. Das Wasser bluppen. Super, bist du bereit loszulegen? Ja, kann losgehen. Und jetzt zur Frostbeuleninsel. Füllt sich langsam. Oh, das war knapp. Super. Schlucki. Gut. Bauchtanz, Bauchtanz. Oh yeah. Du hast dunkle Magie erhalten. Cool. Durch Zufall mal wieder ein Secret gefunden. Mal wieder dieses typische Graf-Lack. Mehr Glück als Verstand, der Kerl. Ja, ich meine vor, ich spreche von dir, Graf. Wenn du dir das anguckst, du bist ein oller Lacklümmel. Ein LL-Lacklümmel. So. Gut. Der eigene Schimpf über den Zukunftsgrafen auch mal wieder rausgehauen. Okay. Ich muss da hoch. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ja, gucken wir mal. Vielleicht kommen wir hier. Oh, was ist denn das denn für ein Basilisk? Der will da schon Tee ans Eingemachte. Das kannst du mal schön vergessen. Cooler Dungeon. Habe ich gar nicht mehr. Den habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, speichern auf jeden Fall, Oppi. Alles klar, Opa. Mach's gut. Wir sehen uns, wenn ich tot bin. Nein. Habe ich mich falsch umgedreht? Aua. Warum hast du denn dann nicht das Schwert... Na, wenigstens lässt dein Herz hinfallen. Nee, das geht nicht. Ey, ich probiere echt, so viel es geht. Es hat der Krabbe mal
Dreck interessiert. Oh, warte mal. Nee, da komme ich an. Da komme ich von unten vielleicht hoch. Alter, ja gut, da bin ich aber lieber der Typ, der gerade... was haben wir hier? Ein Schlüssel. Okay. Wie enttäuschend das rüberkam. Super. Mädchen, das machst du toll. Awesome. BF haben wir die Chanté. Wer will das nicht? Die ist doch voll lieb. Hat er nicht gesagt. Doch, habe ich gesagt. Und so meine ich es auch. So, okay. Okay, die explodieren. Bleiben die denn auch dann down? Ich bin so blöd wie Stroh, ey. So, habe ich den mal zur Not wecker. Alter, was sind das für ein... Hallo, ich bin der Eugen, wer bist du? Oha. Wow. Da war ich aber ganz schnell weg, wenn wir hier irgendwas downhauen. Boah. Na gut, das ist Techno Baron, ne? Also, dass der sowas hier rum... rumfliegen hat, ist klar. Gut. Herzchen, Herzchen, Herzchen für Chanté. Bento-Box. Oh, lecker. Bento-Box. Nein! Lass die Finger... Ey, das ist ja eklig. Ja. Gidi. Bloß die Finger weg von der, ey. Nee. Ah, man kann es auch übertreiben. So, okay. Werden wahrscheinlich noch unten. Oh, Opa hat mir wieder ein paar Herzen da gelassen. Herzchen für Chanté. Oh, das wird mich. Das hauen wir ab. Durch. Zusammen der Let's Play. Super duper. Oh nein, ich bin sowas so richtig schlecht. Nicht zu tief. Hat er nicht gesagt, doch habe ich gesagt. Nein! Okay, ich kann drüber springen, aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Okay, verstehe. Also, wenn ich da runter eier, dann... Aha, die kann ich also kaputt hauen. Verstehe. Ja, ich bin es halt irgendwie gewohnt, dass man bei denen nichts machen kann. Weil das erste Mal, wo wir die kennenlernen durften, war ja, als wir die Rotti auf dem Arm hatten. Oha. Wow. Boah. Wie soll denn das gehen? Na gut. So, gotta go fast. Easy, easy, easy.
Easy. Nope. Hier will ich nochmal hin. Du hast einen Schlüssel erhalten. Super. Das war eigentlich ganz gut. Gut, wir hätten uns auch so durchboxen können. Aber war eine coole Aktion, mal ein bisschen wie Sonic hier rumzueiern.